Kriegen wir das hin? Klar doch. Was denkst du denn? Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr wisst, mag ich Lavendel sehr, wie man sieht im Hintergrund. Und ich möchte mir jetzt einen neuen Lavendel-Bonsai machen. Dafür habe ich eine kleine Schale. Sind noch keine Löcher drin. Diese Schale haben wir vor kurzem selber hergestellt. Und wie das geht, das habe ich in einem Film gezeigt. Und ja, den hänge ich unten mal in die Beschreibung rein. Den Link dazu, den Film, könnt ihr euch mal angucken, wie man sich solche Bonsai-Betonschalen selber herstellen kann. Aber jetzt zum Thema Lavendel. Wie gesagt, ich möchte mir jetzt einen kleinen Bonsai da reinsetzen. Nicht den großen im Hintergrund, sondern wirklich einen kleinen. Den habe ich auch schon ein paar Jahre vorbereitet. Und den zeige ich euch jetzt mal. Und hier ist der kleine Lavendel. Sieht jetzt auf dem Bild natürlich riesengroß aus. Aber er ist wirklich ein kleiner Hübscher. Den habe ich immer wieder zurückgeschnitten, auch jetzt im Sommer und Spätsommer, damit er halt klein bleibt. Und er soll auch klein bleiben, also den lassen wir nicht rauswachsen, sondern das wird wirklich so ein kleiner süßer Teppich bleiben. Hier ist die Mama. Von der sind alle Lavendel, die hier auf dem Boden gewachsen sind. Die haben sich alle mal selber ausgesät. Und die schneide ich ständig zurück, schon seit einigen Jahren. Und aus diesen Pflanzen lassen sich hervorragend Bonsai heranziehen. Ja, und wie gesagt, jetzt möchte ich mal so einen Teppich haben als Lavendel. Und dafür nehmen wir uns den kleinen Kerl hier jetzt raus. Dann mal eben ein paar Löcher bohren. Ohren zuhalten. Könnt die Ohren wieder aufmachen. Und jetzt graben wir die Pflanze aus. Wir stechen erstmal großräumig um den Lavendel rum, damit wir erstmal so viele Wurzeln wie möglich mitkriegen. Und dann werden wir den guten weiter bearbeiten. Wassermarsch! Wir haben jetzt alles vorbereitet. Wir haben die Schale. Wir haben bereits einen Draht durchgezogen, wo wir gleich den Lavendel dran festbinden. Wir haben natürlich unseren Lavendel. Und da kürzen wir jetzt ein bisschen die Wurzeln ein. Nicht zu viel, aber wie gesagt, ein bisschen müssen wir dann doch reduzieren. Natürlich eine scharfe Schere verwenden, ganz klarer Fall. Dann haben wir unser Substrat. Da füllen wir jetzt erstmal ein bisschen unten ein, nicht zu viel, nur ein ganz kleines bisschen. Setzen den Lavendel da drauf und werden den jetzt mit Hilfe des Drahtes festmachen. Mal eben aufstehen, sonst komme ich da nicht dran hier. Das reicht schon fast. Mal ein bisschen nachdrehen. Sorry, wenn ich jetzt so in der Kamera rumfummel hier, aber sonst komme ich da jetzt gerade nicht dran. So, das reicht aus. Der ist fest. Und jetzt füllen wir das restliche Substrat auf.
auch das können wir mit einem Lavendel machen. Wir können ihn uns also auch als Bonsai heranziehen, also als Baum oder Pflanze in der Schale. Wobei dieser Lavendel jetzt kein Bäumchen werden wird in dem Sinne, sondern ich möchte ihn kompakt und dicht behalten. Er soll später eine grüne Gesamtfläche geben und ich denke mal, das wird dann auch in so einer Schale sehr interessant aussehen. Ob das dann fachmännisch als Bonsai noch gilt, sei dahingestellt, ist mir auch ziemlich schnuppe, denn ich finde alles in kleinen Schalen wunderbar. Von daher denke ich mal, geht das auch. Der Lavendel wird nicht blühen, denn wir haben sehr viele blühende Sachen hier. Von daher wird das jetzt mal eine grüne, kompakte Kugel werden und ich denke mal, das wird auch interessant wirken. Die weitere Gestaltung wird man sehen. Kann ich jetzt noch nicht sagen, noch nicht zu sagen, weil, wie gesagt, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das in der Art jetzt einpflanze und einfach mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Nur eben blühen sollte er nicht, er soll also wirklich mal zurückgeschnitten werden und schön kompakt bleiben, denn das ist eigentlich mein Ziel an der ganzen Sache. Wie es, wie gesagt, dahinter aussieht, wird man sehen. Düngen werden wir ihn jetzt nicht, er bekommt erst im Frühjahr nach dem Austrieb Dünger und darf jetzt erstmal Wurzeln machen und die Wachstumsperiode ist jetzt sowieso bald zu Ende. Dann geht das Ganze ins Winterquartier und wird frostfrei überwintert, ganz klarer Fall. So einen dürfen wir jetzt draußen im Winter natürlich nicht stehen lassen. Das wäre wirklich zu schade, wenn er damit dann hingehen würde. Wobei diese normalen Lavendel, die dürfen also im Topf draußen bleiben, denen macht das überhaupt nichts. Sie stehen bei mir im Winter draußen frei und da passiert gar nichts dran. Also die vertragen das durchaus. Nur, wie gesagt, in so einer kleinen Schale ist es dann doch angebracht, sich frostfrei zu überwintern, wenn es geht. So, ich laber schon wieder viel zu viel, sehe ich gerade. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Also, ja, also das mit der Schale ist natürlich total genial. Die haben wir selber hergestellt, wie gesagt. Und das ist eine wirklich sehr günstige Alternative. Und ich denke mal, auch sehr ansprechend anzusehen mittlerweile, als die anderen Betonschalen, die ich mal hergestellt habe. Denn diese Schalen haben mittlerweile auch schon ein bisschen Struktur und wir sind immer noch im Experimentieren, welche Sachen geeignet sind für Schalen und welche nicht. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und wie wir das gemacht haben, da, wie gesagt, habe ich das vorhin schon gesagt oder nicht? Oh, ich laber jetzt schon wieder so viel. Den Link setze ich euch unten in die Beschreibung, wie wir diese Schalen hergestellt haben. Könnt ihr euch mal gerne angucken. So, ich denke, das war's jetzt aber. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao. Kriegen wir das hin? Klar doch. Was denkst du denn? Diese Schale haben wir vor kurzem selber hergestellt. Und wie das geht, das habe ich in einem Film gezeigt. Und ja, den hänge ich unten mal in die Beschreibung rein. Den Link dazu, dem Film, könnt ihr euch mal angucken, wie man sich solche Bonsai-Betonschalen selber herstellen kann. Lalalala, wir haben ihn fertig, den Lavendel. Wunderbar. Ob das dann fachmännisch als Bonsai noch gilt? Sei dahingestellt, ist mir auch ziemlich schnuppe, denn ich finde alles in kleinen Schalen wunderbar. Von daher denke ich mal, geht das auch. Der Lavendel wird nicht blühen, denn wir haben sehr viele blühende Sachen hier. Von daher